Wenn wir vielleicht von der Rolle des Papstes absehen, welche Herausforderungen hat die Kirche generell Ihrer Meinung nach und wie kann sie es zum Beispiel schaffen, diesen jahrhundertealten Staub abzuschütteln, also dieses konservative Phlegma, das an ihr haftet, loszuwerden? Gut, die Kirche ist immer auch jung, würde ich sagen, aber das Erscheinungsbild der Kirche ist natürlich das einer alten, sklerotischen Männerkirche. Die Frauen fehlen ja nicht, aber die Frauen tun nicht nur putzen oder was auch immer. Frauen predigen heutzutage auch, aber der Zugang zu Weiheämtern ist ihnen bisher leider versperrt. Aber auch da gibt es Bewegung. Es gibt eine Kommission. Wie wäre das mit einer Diakonenweihe? Es gibt da ganz, ganz viel Widerstand. Und es gibt natürlich beharrende restaurative Kräfte in der katholischen Kirche, die sofort sagen, dann werdet doch evangelisch, die haben das alles, denen laufen noch viel mehr Menschen weg. Das ist ökumenisch sehr unsensibel. Männer in der Kirche tun sich schwer, Macht abzugeben. Und es geht um Gewaltenteilung, es geht um Machtfragen. Die Frauenfrage ist eine große Frage. Die Kirche hat die Arbeiter verloren im 19. Jahrhundert. Die Jugend ist ganz woanders. Ein durchschnittlicher Gottesdienst ist eine Versammlung von Silver-Agern, graue Haare. Strukturreformen sind das eine. Aber Reformwünsche und Forderungen sind natürlich was anderes wie Tarifverhandlungen. Kriege ich 5,8 oder 3,2% mehr? Das hängt schon auch mit dem Heiligen Geist zusammen. Und ich glaube, wir haben manchmal verlernt, auf Gottes Geist zu hören. Und der Geist Gottes ist nicht nur bei den Bischöfen oder Priestern. Und Synodalität à la Franziskus heißt ja auch, jetzt im zweijährigen weltkirchlichen Prozess in den Diözesen gibt es Beratungen. Diese Beratungen werden eingespeist in Rom. Dann erst wird das Arbeitsinstrument, das Instrumentum Laboris für die Weltbischofssynode im Oktober 23 entstehen. Diese Synode wurde von Oktober 22 auf 23 verlegt. Ich hoffe, dass der Papst sie erlebt. Er ist jetzt im 86. Lebensjahr. Aber das ist für mich ein Modell und Franziskus sagt ja selber, Synodalität ist die Kirche des 21. Jahrhunderts, die Gott will. Aber das Problem ist, wie kann er die Bischöfe mitnehmen? Und bei einem alten Papst sagen sich vermutlich manche Bischöfe und Kardinäle, naja, wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne und der morgen tot im Bett liegt, was ist da mit meiner Karriere? Und genau das ist der Klerikalismus, den Franziskus so lautstark bei verschiedenen Gelegenheiten kritisiert. Inwiefern hemmt denn genau so ein Klerikalismus einen Entwicklungsprozess? Und vielleicht noch eine zweite Frage, wenn wir schon die Rolle der Frauen angesprochen haben. Was könnten Sie sich denn vorstellen? Wie stark darf Frauen oder soll Frauen vermehrt Gehör verschafft werden im Kirchenleben bis hin zum weiblichen Papst vielleicht, wenn es vielleicht mal einen gab? Das ist natürlich Zukunftsmelodie und die Kirche ist kein Wunschkonzert, das kann man schon auch sagen. Nur ich glaube, Frauen in kirchlichen, in Weiheämtern wären eine Bereicherung. Ich sag's mal so, ich wurde vor 29 Jahren zum Priester geweiht und damals hat mich mein Provinzial gefragt, wer ist dein Primizprediger? Und ich sag, die Hildegard. Sagt er, wer? Dann sage ich, die Schwester Hildegard Teuschl. Von der Caritas Socialis, die war meine Supervisorin in Wien 2 Jahre und dann sagt er, das geht aber gar nicht. Dann sage ich, warum? Ja, da wird der Kardinal Groher Kopf stehen. Dann sage ich, wenn du ihm nicht sagst, dann gibt es keinen Krach. Ich habe mich weichklopfen lassen und es hat dann ein Jesuitenmitbruder gepredigt. Die Predigt, die mir die Schwester Hildegard privat gehalten hat, an die kann ich mich heute noch erinnern. Ich lache heute drüber, 29 Jahre später. Wie würde ich jetzt reagieren? Ich würde entweder sagen, das wirst du dann schon sehen, Gerwin, oder ich würde sagen, entweder die oder niemand. Damals war die Lage so. Frauen, dass Mädchen ministrieren können, war vor 50 Jahren undenkbar. Heute gibt es mehr Mädchen als Jungs. Manche meinen dann, das ist der Grund, warum es keine Seminaristen mehr gibt. Das ist ein absoluter Quatsch. Frauen können Lektorinnen und Kantorinnen sein. Warum sollten sie nicht auch Diakoninnen oder Priesterinnen sein? Ich muss ehrlich sagen, ich kann manche Argumente, die ich vor 40 Jahren noch nachgeplappert habe, ein typisch bischöfliches Argument, wir haben von Christus her nicht die Autorität, an dieser Frage zu rühren. Ich glaube das einfach nicht mehr. Und ich möchte auch zurückfragen, woher wissen wir das?
Es wäre eine Bereicherung. Ich weiß nicht, ob es die Kirche im Moment spalten würde. Es gäbe sicher sehr große Spannungen. Aber mir imponiert auch, dass Frauen in Deutschland nördlich der Alpen sich organisieren. Maria 2.0 ist so eine Bewegung. Und das sind Frauen, die zum Urgestein der Kirche gehören. Und die lassen sich einfach nicht mehr einschüchtern oder mundtot machen. Faktum ist natürlich, dass nach dem kirchlichen Arbeitsrecht jemand, der in einer kirchlichen Anstellung ist, durchaus Konsequenzen zu befürchten hat. Mhm. Da gibt es jetzt schon viele Bischöfe, die einfach auch Frauen, auch Männer, Laien ermutigen, steht hin, lasst euch nicht einschüchtern. Und das ist für mich auch der Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils. Da sind Laien mündig und erwachsen geworden. Und Kirche heißt immer, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind Communio, ein pilgerndes Gottesvolk. Nicht hier die Bischöfe und Priester und Päpste und hier das Volk, die nur warten, was die Hirten ihren blöden Schafen sagen, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Und für mich ist auch das Missbrauchsthema ein Thema, an dem man sieht, das kann man nur gemeinsam lösen. Nicht in klerikalen Hinterzimmern, dort, wo diese schlimmen Dinge auch alle passiert sind.